Hallo, das ist der Kanal für euch. Du hast das Pyramidalist-Projekt gefunden. Das ist der Infokanal rund um Minecraft, Bucket, Techit, Feed the Beast, Mods, Plugins, Texture Packs, Server Packs, Serverkonfigurationen. Ich lade dich ein, mit uns das Projekt voranzutreiben. Join the Pyramidalist-Projekt und nutze den Link in der Videobeschreibung. Ja, jetzt sind wir hier wieder an meinem neuen Standort auf der neuen Map. Und hier ist sozusagen meine Technik. Ich habe mir überlegt, eine Villa werde ich hier nicht hinbauen. Da habe ich schon einen schönen anderen Standort zugefunden. Werde ich euch dann auch noch vorstellen. Was ich euch heute sagen möchte und mitteilen möchte, ist also hier ein Gerät von Minefactory Reloaded auch. Nennt sich Sludge Boiler. Da steht hier oben Sludge Boiler. Und ich bin ja deswegen drauf gekommen, also erstmal steht das sowieso auf der Liste bei mir, weil es eben von Minefactory Reloaded ist. Da wollte ich ja schon relativ viel auch zu machen. Das ist ein schönes Modpack. Aber heute wollte ich eigentlich, und das war der Grund, warum ich den überhaupt habe, diesen gecraftet habe, ich wollte ein Myzel haben. Ja, also dann bin ich also in die Farmwelt gegangen und habe gesagt, ah ja, ich gucke doch mal nach Myzel. Und dann meinte ein Mitspieler hier, nee, da bist du ja viel unterwegs, das kann lange dauern, weil es eben selten. Und dann meinte er, ja, gute Idee, mach doch Folgendes, hol dir so einen Sludge-Boiler und dann bist du schneller mit fertig. Ja, und dann zeige ich euch nochmal ganz kurz, was ich da eigentlich machen wollte. Wir haben ja das Weltall und im Weltall muss ich jetzt mal Fly machen, sonst stürze ich ab hier. Und im Weltall abstürzen heißt in Nirvana landen. Im Weltall habe ich mir so einen Planeten besorgt, ja, den habe ich gesucht und gefunden. Ist nett. Und dann habe ich das, gibt es bei uns als Service quasi, kann man sich hier drumherum so eine solche Ringe legen lassen, auf denen dann, dann mal ordentlich bauen kann, weil der Planet selbst ist ja relativ klein. Schauen wir mal, was man da mal machen wird mit und in dem Planeten. Aber was ich eben haben wollte, eine große Fläche, wie so Saturnringe, das finde ich eigentlich nett. Wenn man mal hier oben auf die Karte hier guckt, da sieht das wirklich nett aus. So, und ja, was wollte ich? Ich wollte eigentlich hier unten ein bisschen Agrar machen, nicht so viel, keine richtige Farm, sondern nur ein bisschen Design im Wesentlichen. Es muss noch mehr werden, bin da gerade angefangen. Und dann hatte ich mir überlegt, ja, ich möchte hier außen gerne sowas mit Pilzen haben. Ja, so ein Myzel halt und dann eben schöne große Pilze kaufen, auch viele kleine, mal schauen. Und dazu brauche ich ja dieses Myzel irgendwie. Und dann kam ich halt auf die Idee, gut, holst du halt mal Myzel aus der Farmwelt bei uns. Und wie gesagt, dann meinte halt der Spielkollege hier, ja, hol dir doch diesen Sludge-Boiler, dann bist du relativ schnell aufgehoben und geh voran. Und wie gesagt, das passt ja gerade auch in mein Videokonzept rein. Insofern stelle ich euch den jetzt vor. Das Ding hier ist sozusagen immer in Kombination zu sehen mit Sludge. Sludge ist etwas, was in einem Harvester produziert wird. Ich klicke den Harvester mal an. Da habt ihr ja hier so einen Tank. Und wenn sozusagen die Bäume gefällt werden, dann kommt ja sozusagen das Baumpech oder dieses Teer, der Teer, der in den Bäumen ist, wird dann quasi hier gesammelt als Sludge. Ne? Seht ihr jetzt hier Sludge? Der sammelt sich jetzt deswegen hier, weil ich den nicht in der Void Pipe landen lasse, sondern eigentlich in diesem Sludge-Boiler. Der Sludge-Boiler ist aber voll, weil ich habe den vorhin extra abgestellt, um euch das noch zu zeigen. So, also ein Sludge-Boiler sieht dann innen drin folgendermaßen aus. Ihr seht also hier, also dieser Tank, der ist jetzt voll Sludge. Und ich habe ihn absichtlich ohne Energie gemacht, sodass ich euch das zeigen kann, wie das mit der Energie läuft. Denn der Sludge-Boiler kann verschiedene Energiearten haben. Also zum Beispiel jetzt hier Minecraft-Joule. Das werde ich nämlich jetzt anschließen. Das ist mir bugfreier als dieses EU. Sonst würde er ja auch EU vertragen. Und sobald ich ihn angeschlossen habe, seht ihr hier, bin ich in so einer Gaswolke, Dampfwolke. Und wenn ich hier auf E klicke, mein Inventur gucke, habe ich Hunger und ich bin vergiftet. Ja? Weil Sludge ist im Grunde genommen ja so eine Art Abfallprodukt, ne? Vom Baumfällen und Bitumen. Das ist ganz gefährlich und steht auch auf der Giftliste in Real Life. Naja gut, das haben die halt adaptiert. Und dementsprechend muss man einen gewissen Abstand von dem Block haben, von dem Sludge-Boiler, nämlich 1, 2, 3 Block mindestens. Das heißt, ich stelle mich jetzt mal hier hin und schaue, was da passiert. So, und ihr seht also hier unten, ich habe Hunger ohne Ende und
bin eigentlich am Verhungern und am Sterben. Und jetzt esse ich jetzt erstmal ein bisschen ein paar von den Melonen. Da haben wir ja auch ein paar von. Und ja, auf jeden Fall, dieser Sludge-Boiler produziert dann randommäßig aus einem gewissen Sortiment an Items, ja, neue Items. Und die packt er dann direkt in die daneben stehende Kiste. Oder man hätte es auch direkt hier an die Pipe anschließen können, um dann eben direkt rüber in mein ME-System das zu beamen. Ne? So, jetzt gucken wir mal in die Kiste rein, was der Sludge-Boiler denn eigentlich so produziert. Seht ihr also hier, oh, da hat er noch mehr gemacht. Also eine gewisse Zufallsverteilung ist das natürlich. Wir haben hier einmal so Peat, das ist also, hat auch so wie Braunkohle, denke ich mal, oder wie verkokte ja, Briketts oder sowas. 5K, also 5000 EU. Dann hat er eine Menge Lehm, ein bisschen Soul Sand, einen Haufen Sand offenbar auch, von der Mengenverteilung her. Das ist ja, wie gesagt, zufällig. Und ihr seht also hier, und in diesem Mycelium, das ist nur in der ganzen Zeit nur eins gekommen. Immerhin, das reicht mir ja. Bin ja ganz zufrieden damit. Aber ich wollte euch halt zeigen, wie so die Mengenverteilung ist, dass das eben nicht irgendwie, ja, sagen wir mal, total viel von dem Mycelium ist. Aber wie gesagt, eins reicht ja zum Vermehren aus. Und gut, auf die Art und Weise würde man jetzt also normalerweise hingegen diese Dinge direkt hier an die Pipe anschließen, ab ins ME-System. Aber ich brauche das nicht für den Sludge-Boiler, einfach nur da werde ich ihn auch wieder disconnecten. Ich habe hier mal ein Zell jetzt und das kann dann im Weltall gut wachsen. Meine Melonen wachsen übrigens hier hinten. Das ist das meine, ist gut. Also das ist also eigentlich für alle gedacht, hier die ganzen Blockbreaker. Und so, die haben nur die Aufgabe, die Melonen abzuernten. Und dann werden die hier über diesen Item-Tesseract in die Nähe vom Spawn gebeamt, wo die dann in so einem Haus sind, wo jeder Neuling auf dem Server hier was zu essen bekommt. Und kann er auch aus den Melonen natürlich die Samen nehmen, um dann selber eine Melonenfarm zu haben. Okay, das heißt, diese leckeren Melonen werde ich jetzt mal wieder zu mir nehmen. Ich werde jetzt den Sludge-Boiler hier unten abschließen und abbauen wieder oder das stromlos stellen so. Na, es dauert. Wir müssen eine Wrench haben, da ging es schneller. Okay, habe ich aber jetzt nicht gehabt. Also gut, jetzt werde ich auch nicht mehr vergiftet. Jetzt kann ich das Mycelium rausnehmen. Den Rest, da kümmere ich mich dann später drum. Jo, also wie gesagt, das war so von mein Factory Reloaded nochmal ein Item und, oder ein Block. Da habe ich ja schon mehrere von. Schaut euch das einfach an. Sind also ein paar Tutorials schon. Und wenn ihr den Kanal abonniert, bekommt da auch noch ein paar mehr zu sehen. Also da ist ja links noch nicht am Ende. Ich habe ja jetzt angefangen auch mit diesem Programmable, na, wie heißt das, Rednit Controller. Ja, das ist also ein schönes Teil auch, da kann man viel mitmachen. Da werde ich natürlich noch Computerkarte und Uhr und naja, gut, das kommt alles noch, ihr werdet sehen. Also abonniert den Kanal und vor allen Dingen kommentiert, wenn euch irgendwas auffällt, was nicht gut ist. Da gibt es ja auch immer mal wieder Sachen, wo ich auch, ja, sagen wir mal, ein bisschen daneben liege oder man was verbessern kann. Das ist immer toll. Dann kann die Community ja quasi sich selber helfen und das verbessern. Ja, und ansonsten, wenn ihr Ideen habt, was wir noch an Videos produzieren können, dann aber bisher ist es eine persönliche Nachricht in YouTube, weil das passt ja dann meistens nicht zu dem Thema, wo hier das Video von ist. Und ja, im schlimmsten Fall, wenn da irgendwas alle Stücke reißen, dann geht da mal auf mein Wiki. Da gibt es also für ganz, ganz viele Probleme auch Hilfestellungen und natürlich auch ganz viele Videos und Tutorials verlinkt, sodass ihr dann immer was findet oder hoffentlich das, was ihr braucht. Und wenn ihr das nicht findet, wie gesagt, persönliche Nachricht. Und dann gucken wir mal, wo es ins Konzept passt. Dann machen wir dann ein Tutorial zu. Okay, das war's erstmal. Wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.